Hey, miteinander, mein Name ist Marcel und ich heiße euch ein weiteres Mal, so nah dran diesmal, gell? Aber ja, ich heiße euch ein weiteres Mal ganz herzlich willkommen zu einem neuen Artist Opinion hier auf Drawing Like a Sir, vielleicht mit einem etwas ungewöhnlicheren Thema, denn dieses Mal geht es mehr ums Abpausen. Sorry übrigens, wenn meine Stimme etwas, ich weiß nicht, leiser ist als sonst. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich geschafft, man sieht's auch, ich habe hier wieder Schlagschatten unter meiner Hand, liegt ganz einfach daran, dass wir jetzt mittlerweile 11 Uhr nachts haben und ich tagsüber definitiv nicht mehr zum Aufnehmen komme, deswegen, komme einfach nicht dazu. Wen der Schatten jetzt unglaublich stört und der sich jetzt beleidigt fühlt, dass die Qualität so schlecht ist, der kann, der ist herzlich eingeladen, wieder wegzuklicken, keine Ahnung, wirklich sehr herzlich eingeladen. Ich muss gestehen, ich bin auch nicht so ganz auf dem Damm, ich habe vorhin versucht, das Kakaopulver in meiner heißen Schokolade mit einer Gabel umzurühren. Allein das sagt schon, dass ich jetzt nicht so geistig auf der Reihe bin. Weil ich denke, allein sowas müsste ich hinkriegen, denn im Titel steht es ja schon, es geht diesmal um Abpausen. Das habe ich vorhin gemacht. Nicht so wirklich ein Kunstwerk, gerade wenn man sich die ungeraden... Sekunde, ich kann es mal etwas hinhalten. Gerade wenn man sich die ungeraden und schrägen Linien anschaut. Ich habe in meinen alten Videos, also in den Let's Draws, die ich früher gemacht habe, immer schon behauptet, ich kann nicht abpausen und hier habt ihr auch definitiv den Beweis dafür, dass ich nicht abpausen kann. Allerdings gibt es natürlich eine Art und Weise abzupausen. Natürlich geht die Art und Weise natürlich nur, wenn ihr selber das Bild auch gezeichnet habt, denn wer das nicht weiß, das ist ein Bild, das ist uralt, das habe ich, ich meine doch in dem Video, wo ich meine Bilder vorzeige, habe ich das auch drin gehabt. Ich wollte das früher eigentlich noch kolorieren, ich glaube Buntstiften war geplant, Problem ist allerdings, ich habe jetzt eigentlich mehr, also im Grunde wollte ich jetzt eigentlich demnächst mal ein Video darüber machen, wie man diesen metallischen Arm mit so richtig schönen Spiegelungen mit Copic versieht. Das Problem ist jetzt allerdings, dass, es ist kein Copic-Papier und mit Holzstiften kann ich nicht so gut metallische Spiegelungen machen, wie jetzt einfach mit einem schönen deckenden Copic, mit dem man verschiedene Graustufen hat. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, dann mache ich es halt auf Copic-Papier und aus dem Grund habe ich es einfach abgepaust. Man sieht, Copic-Papier eignet sich sowieso schon ganz gut dazu, weil es recht transparent ist. Aber ich bin einfach kein Abpausmeister, was das angeht. Kann ich euch aber zumindest mal hier erklären, wie ich jetzt beispielsweise Bilder übertragen würde. Hier von das Bild aufs nächste. Dabei müsste ich auch erwähnen, also das Bild ist original gezeichnet, das ist nicht abgepaust, aber das ist jetzt davon abgepaust. Ich denke, das hat jetzt aber mittlerweile jeder verstanden. Worauf ich jetzt Wert lege, wenn ich Bilder übertrage, sind beispielsweise Details. Wichtig ist natürlich, dass ihr eine gescheite... lege ich das Bild gerade oben drüber, so für mich, dass ich es sehen kann. Für mich ist wichtig, dass... Und übrigens, ich weiß nicht, ob man das hört, aber nebendran mein zweiter... Also hier arbeitet gerade mein erster Computer, der rendert gerade das nächste Video. Und mein zweiter Computer da rechts nebendran lädt es hoch. Keine Ahnung, ob man das Gebläse momentan gerade hört. Wenn ja, dann entschuldige ich mich natürlich dafür. Das Wichtigste ist, wenn ihr Bilder abhaust, also wenn ihr jetzt das Papier nehmt und das Papier von dem nächsten abhaust, dann... Es gibt natürlich Leute, die haben einen... diesen Leuchttisch, meine ich doch, heißt das. Zumindest ist ein Tisch, der unten dran diese Leuchte hat, dass das Bild vorscheint. Und so paust man für gewöhnlich professionell ab. Keine Ahnung, ihr wisst alle, ich bin kein Profi aus dem Grund. Naja, ist es mir ziemlich egal, aber für gewöhnlich ist es so, man hat so einen Leuchttisch und der tut diese ganzen Linien durchleuchten, dass man ganz gemütlich abpausen kann. Ich habe mich an mein Fenster gestellt, habe das Bild dran gehoben, das nächste dran und einfach abgemalt. Das ist halt die Noob-Version. aber so bin ich das für gewohnt, Bilder abzupausen. Aber das ist natürlich nichts Schlimmes. Das Problem ist, dass hierbei diese krakeligen Linien vorbeikommen, durchkommen. Und daran erkennt natürlich jeder, dass ihr Bilder abgepaust habt, klar. Was ich jetzt aber eigentlich gar nicht mal so schlimm finde. Ich meine, das ist immer noch eine schöne Art und Weise, wenn mir Leute an die Facebook-Pinwand irgendwas posten, wie, oh ja, ich habe mir so viel Mühe gegeben bei diesem Bild und du siehst einfach sofort, es ist abgepaust. Ihr wisst, ich sehe das und trotzdem versuchen es immer noch so viele Leute. Ich verstehe es nicht, vor allem, abpausen bringt euch ja nichts. Ich meine, wenn abpausen irgendwie irgendwas beibringen würde oder wenn man damit irgendwas trainieren könnte, dann könnte ich es voll und ganz verstehen, aber keine Ahnung. Ich habe wirklich nie wirklich den Sinn davon verstanden. Ich meine,
man kann bei anderen ja nicht mal mehr Eindruck schinden, wenn man jedes Mal abhausen muss, wenn man anderen Leuten ein Bild schenken möchte oder zumindest, zumindest einen Standard beibehalten möchte, wenn andere Leute fragen, hey, wieso sind deine Bilder auf einmal so schlecht? Na ja, klar, weil die Person dann dieses Mal nicht abgepaust hat. Abhausen an sich bringt einfach nichts, weil man lernt dabei nichts, man entwickelt dabei nichts und ja, deswegen recht sinnlos, wenn ihr mich fragt. Aber gerade für sowas, wenn ihr Bilder übertragen wollt und wie ich eine faule Sau seid, die keine Bilder nochmal neu zeichnen möchte, weil ich schon sehr lange an diesem Bild verbracht habe, ich habe es sogar auf DeviantArt hochgestellt und hey, ich meine, wenn man eine Lineart auf DeviantArt hochstellt, dann muss man schon verdammt stolz auf sowas sein. Ich weiß, es gibt sehr viele Leute, die sehr viel Mist auf DeviantArt posten, aber das ja, vergleichen wir jetzt einfach mal nicht. Was übrigens, wer jetzt wissen möchte, was ich jetzt genau mache, wenn man ein Bild abgepaust hat, wie jetzt ich beispielsweise, natürlich, wenn ihr so einen Leuchttisch habt, dann ist das natürlich komplett unnötig, weil der Leuchttisch übernimmt praktisch mal alle Arbeit, die man damit hat. Aber was ich jetzt mache, ist die ganzen Linien erstmal nachfahren, weil ich habe, besonders wie man jetzt hier sieht, habe ich mir nur so Anzeichnungen gemacht. Abhausen mache ich für gewöhnlich nur, damit ich mir Lokationen also merken kann, hier war dieser Ring, und hier war die Kette. Ich muss mir nicht einzeln die Kettenglieder aufzeichnen, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, niemand zählt jetzt durch, wie viele Kettenglieder das waren. Allerdings beim Gesicht war ich schon sehr streng bei sowas, beim Abhausen. Aus dem Grund, Gesicht habe ich dann wirklich 1:1 abgepaust. Hier bin ich gerade so drüber gegangen. Und aus dem Grund ist es wichtig, dass man Bilder, die man von sich selbst abgepaust hat, nochmal nachgeht, weil man selbst, wenn man ein Bild abhaust, dann besteht die Chance, dass, oder, also wenn ihr es ganz normal abhaust, ein Bild von euch selber, dann besteht natürlich auch die Chance, dass, ja, dass das Bild um einige schlechter wird. Weil klar, die Linien sind krakeliger und auch beim Inking, es wird nie im Leben gleich geinkt wie früher. Aber wenn ihr ein Bild abhaust, dann während dem Abhausen merkt ihr euch ja praktisch, oh Mann, was habe ich mir dabei bloß gedacht, der ist voll unförmig. Und dann könnt ihr es bei diesem Bild besser machen. Und das ist, wenn ihr eure eigenen Bilder abhaust, ein Riesenvorteil, dass ihr eure eigenen Sachen, dass ihr eure eigenen Details praktisch, die ihr eingezeichnet habt, wiedererkennt und vielleicht sogar verbessert. Zumindest möchte ich das hier so machen, weil ich hier so 2-3 Makel erkennt habe, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, was habe ich mir bloß dabei gedacht. Cool, dass man hier eine richtige Hand und eine Schattenhand hat. Ich kann vielleicht so Schattenspiele machen. Das wäre ja mal zu geil. Aber sorry, ich mach schon weiter. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? Das Bild übrigens, wer sich jetzt erhofft, dass man... Oh, ich kann in YouTube garantiert irgendein Video finden, wo ich lernen kann. Oder generell ein Tutorial, bei dem ich lernen kann, wie man perfekt abhaust. Dann könnt ihr das gleich schon mal vergessen, weil, es sei mir mal ganz ehrlich, und es gibt viele Leute, die das überraschenderweise nicht wissen, aber egal wie exakt und wie genau man ein Bild dann jetzt abhaust, ich vertrete ganz, ganz fest die Meinung, ich habe gerade gemerkt, dass das Auge hier noch nicht so ganz komplett ist, dass es dann ähnelt so mehr dem. Egal wie exakt und wie genau ihr ein Bild abhaust, und es kann nie so aussehen wie das Original. Das hier wird nicht so aussehen wie das Original. Es könnte besser aussehen, wird aber höchstwahrscheinlich nicht so gut oder dementsprechend schlechter aussehen. Aber zwei Bilder werden nie 1:1 gleich aussehen. Nicht nur was die Lokation, also die praktisch Position vom Auge oder von sonst was angeht, beispielsweise hier, die Augenbraue ist spitzer als das hier und ich habe ehrlich gesagt aufgegeben, so kleine Details jetzt zu bearbeiten, weil klar, da gibt es so viele davon, es ist eigentlich schon fast unnötig, da noch was dran zu ändern, weil es wird so viele kleine Details geben, es ist wirklich unnötig. Weil hier, die Rundung ist hier beispielsweise nicht, es wird so viele mini kleine Details geben, die euch nicht auffallen, aber einfach ins Auge springen, sobald man das Bild fertig hat. Es gibt keine perfekte Art und Weise. Lasst mich anders formulieren. Man kann Bilder nicht perfekt abhausen. Es könnte perfekt aussehen, wo man sagen könnte, wow, also dieses Bild, das sieht aus wie das Original. Aber es ist nicht das Original. Ich meine, diese Quote war von One Piece. Und ich mag diese Quote wirklich sehr. Wegen nochmal dieses Zitat. Zwei Bäume wachsen nie auf genau dieselbe Art und Weise. Ich meine doch, das war in One Piece die Szene, in der Ruffy diesen einen Schiff, und ihr wisst, ich bin nicht so der Hardcore One Piece Fan, aber ich glaube, es war die Szene, in der Ruffy diesen einen Schiffsbauer fragt, ob er ihm nicht die Mary, also die Going Mary, oder für die deutschen Fans die Flying Lamp,
Ob er die nicht nochmal genau so neu bauen könnte, dass man praktisch die Lamp nochmal neu gebaut hat. Und er dann dieses Zitat bringt, dieses man könnte und es würde es aussehen, aber zwei Bäume wachsen nie auf genau dieselbe Art und Weise. Weil in dem Fall waren es halt Bäume, weil logisch, Schiff muss aus Holz gebaut werden und man kann nicht denselben Baum benutzen, aber es baut auf selber auf. Ich möchte damit dasselbe sagen, egal wie sehr ihr euch anstrengt und wie viel Mühe ihr euch gebt, das Bild wird niemals 1:1 so aussehen. Das kann nicht mal ein Kopierer. Und ich weiß, dass das tun jetzt wahrscheinlich viele Leute in Frage stellen, was, aber ein Kopierer arbeitet noch haargenau und punktgenau, aber und wahrscheinlich ist es ein Profi-Kopierer, ja, aber selbst wenn ihr jetzt in irgendeinen Copyshop mit einem hochwertigen Laserdrucker geht, irgendwo wird bestimmt Strichstärke ein bisschen abgezogen und irgendwo wird garantiert ein bisschen, hier zum Beispiel, so ein kleines Detail, also ganz dünne Linien werden garantiert nicht exakt genauso abgedruckt und nicht mal ein Kopierer kann das. Und aus dem Grund finde ich es auch immer schade, wenn Leute ihre Bilder jetzt komplett wegwerfen oder sowas, zumindest wenn sie gut aussehen, klar. Oder wenn sie jetzt wegen bestimmten Sachen, keine Ahnung, beispielsweise mir gefällt dieses eine Detail nicht, dann werfe ich das Bild weg. Nur gut, das Bild muss nicht meisterhaft dazu aussehen. Aber wie gesagt, man wird das Bild nie wieder in seinem Leben so zeichnen können. Und aus dem Grund, ja, es ist halt schade, gleich alles wegzuwerfen. Generell ist es schade, alles wegzuwerfen. Weil klar, man kann immer noch vorzeigen und sagen, wow, guck mal, so schlecht war ich früher. Und jetzt bin ich so gut. Auf den Tag warte ich immer noch. Aber was soll ich jetzt genau sagen? Ja, genau. Um aufs Zitat zurückzukommen, zwei Bäume und ihr wisst schon Bescheid. Ich meine, hey, dann kann euch One Piece ja auch mal sowas beibringen. Ich meine, ich liebe ja diese 9-Gag-Fotos. Also der Charakter aus dem Anime hat mir das beigebracht. Aber am wichtigsten ist, der Charakter aus dem Anime hat mir das beigebracht. Die ist schon irgendwie 3 Millionen Mal in Fairy Tail und One Piece und Naruto-Ausführungen auf der gesamten Welt gibt. Ja, ja, ich liebe Anime-Memes, weil die immer alle so originell sind. Ja, keine Ahnung, hasst mich. Aber ich finde Anime-Memes sind, keine Ahnung, nicht so meins. Es sind alle irgendwie die gleichen, nur mit ersetzten Charakteren jedes Mal. Wie schaffe ich es eigentlich vom Thema Abpausen auf Memes zu kommen? Erklärt mir das mal einer. Wir sind jetzt vom Thema Abpausen auf One Piece, auf Bäume, auf Memes gekommen. Obwohl, mir fällt gerade dabei ein, ich meine, wir zeichnen ja mit Holz auf Holz. Ich meine, da könnte man jetzt argumentieren, ja, was denn, man zeichnet doch mit Holz. Aber wenn ich ehrlich sein muss, ich mache eine Ausbildung dazu oder ich beende demnächst meine Ausbildung dazu, gerade was Druck und so weiter angeht. Und ich weiß, dass das Papier zwar immer anders gedruckt, immer anders hergestellt wird und so weiter, aber ich finde, Papier sieht immer gleich aus. Keine Ahnung. Ja, natürlich hat das eine mal mehr Gramm und weniger Gramm und das ist natürlich wichtig, aber keine Ahnung. Ich könnte jetzt die zwei verschiedene Papiere nehmen, es ist beides DIN A4 für mich und ich finde, dann sind dieselben Voraussetzungen gegeben. Es ist nicht so wie bei einem Schiff. Ich bin jetzt auch kein Schiffbauer, der jetzt behaupten könnte, er könnte sowas beurteilen. aber ja. Wo war ich jetzt nochmal genau? Ach ja, genau. Hier beim Arm. Was ich jetzt nochmal mache, ist die ganzen Linien nachgehen, weil ich denke, man hat gesehen, dass die ziemlich unförmig sind. Und das ist hier schon der erste Schritt. Ich denke, ich lege hier den Grundbaustein. Grundbaustein, oh Gott, ich höre mich ja schon fast professionell an. Das erste Mal. Was wollte ich denn jetzt? Entschuldigung, es ist nachts und ich bin müde und ich bin gerade so kuschelig gerade. Ja, was ich sagen wollte, ist, ich werde das Video wahrscheinlich sowieso nachts oder abends oder so um dieselbe Uhrzeit hochladen, weil ich finde, es ist immer schön, die Atmosphäre vom Zeichner mitzugenießen. Keine Ahnung, wenn man jetzt beispielsweise irgendeinen... übrigens, das hier ist nur Markierung. Ja, das war klar schon von Anfang an. Lampe neu hinstellen, dass ich das neu zeichne. Ich finde sowieso, es ist schön, praktisch genau dieselbe Erfahrung zu haben wie ein Künstler. In diesem Fall jetzt ja nicht Künstler, weil ich hier nicht wirklich großartig Kunst vollbringe. Aber es ist immer schön, die gleichen Erfahrungen zu haben wie der eben Künstler. Der Bilder zeichnet beispielsweise, würden wir jetzt davon ausgehen, der, keine Ahnung, ihr wisst, ich bin nicht so in traditionelle Kunst, aber beispielsweise jetzt die Mona Lisa, praktisch der Typ, der die Mona Lisa gezeichnet hat, hat in einer wunderschönen Landschaft gesessen,
und hat dort die Mona Lisa gezeichnet. Ich finde, dann ist es auch irgendwie schön, sich das so vorzustellen praktisch. Eine Frau, oder es wird ja spekuliert, dass das ein Mann war, wo die Mona Lisa als Vorbild genommen wurde, keine Ahnung. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel über Kunst reden, ich glaube, das würde die meisten Leute überfordern, inklusive mir irgendwie, weil ich nie so, wie gesagt, nie so wirklich in traditionelle Kunst war. Ja, jetzt wisst ihr, wo meine 5 in BK herkommt. Ja, ich hatte nie wirklich eine Chance, das auszugleichen. Aber BK heißt übrigens bildende Kunst, wer das, keine Ahnung, ich habe ja viele Fans, also ich habe viele Abonnenten aus Österreich, deswegen, übrigens, das ist mir schon aufgefallen, dass die Österreicher, dass praktisch die Österreicher und die Schweiz meine Videos, ich glaube, sogar noch eher suchten als die Deutschen, was ich erstaunlich und enttäuschend gleichzeitig finde, weil ich habe letztens mit die, also bin ich letztens aus Spaß meine Statistik durchgegangen. Shoutout an die, falls du zuschaust, weißt Bescheid, wir sind zusammen meine Statistik durchgegangen und wir waren so geschockt, dass die Deutschen eigentlich die wenigsten sind, die meine Videos schauen. Ich meine, hey, generell gehen die Klicks in letzter Zeit sowieso zurück, aber das hab ich nicht erwartet. Trotzdem, ich meine, hey, wenn die Österreicher da drüben gerne schauen, dann, keine Ahnung, Gruß an alle von euch. Ich habe kein Problem damit, wirklich. Und ich finde es sogar toll, wirklich, dass es wäre irgendwie nur langweilig, wenn nur eine bestimmte Gruppe von Leuten meine Videos schauen würde. Dann wieso eigentlich nicht? Ich meine, ich schätze es wert. Das könnt ihr mir definitiv glauben. Also wirklich ein Gruß an euch, Leute. Auch wenn ich kein Wort Österreichisch spreche. Witz. Aber ja, was wollte ich denn jetzt davor sagen, bevor ich das angesprochen habe? Oh Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, ich wollte zum Beispiel noch sagen, dass ich das Video höchstwahrscheinlich nachts freigeben möchte, weil ich es immer schön finde, die Atmosphäre zu haben, die der Künstler, ja, ihr wisst, Anführungszeichen, bei dem Zeichnen hatte. Und ich finde, auch gerade, wie ich das auch immer erwähne, dass ich es recht gemütlich haben möchte im Artist Opinion. Und wenn ich sowieso mitbekomme, dass die meisten Leute von euch meine Videos um irgendwie 3 Uhr nachts schauen, was ich übrigens genial finde, außer wenn ihr Schule habt, was ich nicht in Ordnung finde, wenn ihr morgen Schule habt, dann solltet ihr jetzt euer Handy oder Smartphone oder was auch immer ausmachen und ins Bett gehen. Keine Ahnung, ich habe es auch nie anders gemacht, aber aus welchem Grund auch immer sollte die Generation das jetzt anders machen. Weiß nicht. Man hat halt schlaflose Nächte und dann, keine Ahnung. Wenn ihr euch eure Zeit mit YouTube verbringen wollt und meine Stimme hört, vielleicht helfe ich ja beim Einschlafen. Vielleicht fasel ich euch jetzt einfach ins Schlaf oder wenn es ungünstig läuft, ins Koma. Keine Ahnung, wie langweilig meine Videos mittlerweile geworden sind. Oder ob mir jetzt gerade überhaupt noch jemand zuhört oder jeder schläft oder, keine Ahnung. Macht euch selber einen Gefallen und schafft euch dieselbe Atmosphäre. Schaut das Video vielleicht wirklich nur abends oder nachts. Weil ich finde, das ist irgendwie cool. Also generell hab ich eigentlich schon immer das Konzept von einem Livestream gemocht, weil praktisch niemand sitzt dann vor einem Computer, oder zumindest nicht, wenn ihr euch die Aufzeichnung anschaut, sondern wenn ihr euch wirklich einen Livestream live anschaut, ist es immer ein schönes Gefühl, sozusagen wie, oh wow, habt ihr das letzte in den Nachrichten gehört? Ich meine, ihr seid up to date und ihr seid am selben Tag online wie diese Person, ihr hört das am selben Tag. Und wenn ihr dann sowas hört wie, oh, das was da letztens in Frankfurt passiert ist und sowas, keine Ahnung, dann wisst ihr Bescheid. Und ihr denkt euch nicht sowas wie, oh, das ist eine alte Aufzeichnung, was da früher in Frankfurt passiert ist, bla bla bla. Ja, dementsprechend, ich fand Livestreams schon immer cool, auch gerade was sowas angeht wie, oh ja, es ist spät nachts und ich bin gerade von Arbeit heimgekommen, wie steht's mit euch? Und dann sieht man viele Kommentare mit Leuten, die sagen, ja, ich bin auch erst von der Arbeit heimgekommen und sowas. Das finde ich immer toll an Livestreamer, dass aussieht, oh, spät nachts, was macht ihr noch? Also abgesehen von dem Stream schauen und so weiter. Das, also wirklich, sowas finde ich cool. Und wenn man sowas mit meinen Videos machen möchte, also ich finde, es bietet eine tolle Erfahrung, einfach sich dieselbe Atmosphäre zu gönnen. zu gönnen, falls ihr so spät nachts noch falls ihr so spät nachts noch Luft habt und falls ihr so spät nachts noch Lust auf meine Videos habt, natürlich. Was ich irgendwie hoffe, wirklich.
Ich gucke jetzt gerade. Das übrigens, das ist auch eine gute Idee, sich hier so Markierungen zu setzen. Wenn man das hier so sieht, so Vergleich im Original, dann sieht man hier, dass ich mir nur hier so ein paar Kringel gemacht habe, weil, sei mal ehrlich, ich werde ja definitiv nicht 1:1 diese Striche übernehmen. Die werden ja so oder so gleich aussehen. Gleich aussehen, wie gesagt, nicht gleich sein, aber die werden so oder so gleich aussehen. Aus dem Grund ist es ja schon ziemlich egal. So beispielsweise wie einzelne Striche. Auf sowas kann man wirklich pfeifen. Aus dem Grund habe ich mir da nur so kleine Einkerbungen praktisch gemacht, dass ich weiß, wo was hingehört und dann die Reihenfolge der Striche und so interessiert er später keinen. So, wenn ihr übrigens eine Vorlage habt, also wenn euch das Motiv praktisch nicht von alleine eingefallen ist, sondern wenn ihr eine Vorlage dafür gehabt habt, dann würde ich euch empfehlen, die Vorlage als Vorlage zu nehmen und nicht das, was ihr gezeichnet habt, weil es könnte ja sein, dass ihr hierbei Fehler gemacht habt und die würdet ihr dann nicht übertragen. Keine Ahnung, ich habe jetzt hier auch, sieht man nicht, aber von einem von den beiden Monitoren habe ich jetzt das Originalbild offen und switch dann praktisch so hin und her. Ja, so wie ich was gezeichnet habe und so weiter. Man merkt auch noch, früher, wie ich das Ganze mit Multiliner gemacht habe, ist voll eckig, deswegen möchte ich da lieber keine Fehler übernehmen, die ich früher mit dem Multiliner noch gemacht habe. Und und das ist natürlich auch unglaublich cool, wenn ihr praktisch euer eigenes Bild irgendwie versaut habt und wollt jetzt praktisch nochmal von vorne anfangen mit demselben Motiv, habt aber keine Lust, jetzt alles nochmal von vorne zu zeichnen. Gerade dann ist sowas auch unglaublich cool. Ich habe mir sowieso schon überlegt, so einen Leuchttisch zu holen, weil das halt wirklich praktisch ist. Ich meine, wie oft ist mir das schon passiert, dass ich Bilder einfach verhauen habe, zum Beispiel Tintenklecks oder so, und dann war das Bild einfach futsch. Wirklich, es ist unglaublich, unglaublich praktisch für sowas, so ein Leuchttisch. Kostet halt je nachdem Geld. Keine Ahnung, ich bin zu geizig, das auszugeben. Ich verdiene genug Geld, aber ich bin wirklich zu geizig, das Geld auszugeben für einen Leuchttisch. Aber hey, manche können sich sowas selber basteln und also für Leute, die sich das selber basteln können, Respekt. Alles, was ich hinkriege, ist ein weniger gut gebundenes Schwert, was jetzt nicht bedeutet, dass die da irgendwie was Schlechtes geleistet hat. Ich glaube, ich habe da einfach nur zu wenig Beitrag geleistet. So, beispielsweise jetzt hier bei dem Zopf möchte ich mir etwas mehr Mühe geben als da. Mir gefällt das irgendwie nicht, dass das ist so ein schlecht gezeichneter Besen. Deswegen möchte ich mir hier mehr Mühe geben. Aber ja, gerade auch sowas, wenn ihr eure eigenen Bilder, wie beispielsweise hier, Entschuldigung, meine Stimme ist dezent nicht vorhanden, aber wenn ihr jetzt beispielsweise wie hier Bilder abhaust, die ihr selber gezeichnet habt, dann erkennt ihr auch einfach eure Fehler und ihr erkennt, was ihr falsch gemacht habt, und ich finde, das ist auch wirklich toll zu sehen. Oh, das sollte ich beim nächsten Mal einfach besser machen, und hey, vielleicht macht ihr es ja einfach. Immer noch besser, als einfach das Bild zu nehmen. Finde ich jetzt. Keine Ahnung. Das ist meine Sache, obwohl ich finde, das hat mir zu wenig Volumen. So, und das ist mir nicht spitz genug. So, das gefällt mir jetzt schon einiges besser als das hier. Es ist nicht so stachelig und so unnatürlich. So, Gesicht. Also übrigens, das Gesicht, wer es auf Twitter oder Facebook oder je nachdem. Ja, ich twittere auch an die 3, 4 Follower, die ich habe. Nee, ich habe, glaube ich, schon etwas mehr, aber ich weiß nicht, wie viele Follower ich habe. Ich achte auch nicht mehr wirklich drauf, wie viele Likes ich auf Facebook habe oder sowas. Ich gebe mir jetzt einfach nur noch mittlerweile Mühe, die Leute bei Laune zu halten. Was in letzter Zeit wirklich schwierig ist, aber ihr wisst, ich gebe mein Bestes bei sowas. So, sorry übrigens, wenn ich etwas ruhig bin, aber ich... Oh, hier habe ich übrigens vergessen abzupausen. Super. Aber ich denke, sowas müsste ich noch auf die Reihe kriegen. Wenn nicht, dann... Naja, nichts wirklich Unerwartetes, aber ich müsste es noch auf die Reihe kriegen, wenigstens das hier fertig zu zeichnen. Übrigens, ich weiß noch nicht genau, wie das Materialvideo angekommen ist, aber wer es verpasst hat, der kann es sich gerne anschauen. Hat man das gerade gehört? Nämlich momentan hat mein Computer gerade das Video fertig konvertiert und hat sich neu hochgefahren. Vielleicht hat man das ja gerade im Hintergrund gehört. Wer sich übrigens fragt, ja, ich benutze Windows, aber um aufs Materialvideo zurückzukommen, ich meine, ey, das sieht man auch im Materialvideo, dass ich Windows benutze, aber man sieht ja meinen zweiten Computer gar nicht. Aber allein schon der Fakt, dass ich mal PC und nicht Computer sage, ich denke, allein das spricht schon für sich. Ich muss jetzt gerade überlegen, welche Narbe mir eigentlich besser gefällt. Ich soll das Originalbild
einfach mal einblenden mit Edward L. Rick. Ich habe mir gerade überlegt, vielleicht einfach mal das Original in die Videobeschreibung entweder zu verlinken oder einfach mal einen Dropbox-Link oder sowas reinzuladen. Aber die Sache ist einfach, dass das Bild ist so unglaublich bekannt, dass ich drüber nachdenke, ob das überhaupt Sinn macht. Ich gucke jetzt gerade. Die Narbe an sich ist recht dünn gehalten im Original. Allerdings überlege ich gerade, auch wenn sie dünn gehalten ist im Original, ich meine, es ist künstlerische Freiheit. Aber dünn gefällt es mir, glaube ich, doch besser. Seht ihr, aus dem Grund ist es nicht schlecht, sich ans Original zu halten. Nämlich im Original ist sie mehr so gebogen in die Richtung. Und das macht auch mehr Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Ja, es ist nicht schlecht, sogar das Original vor sich zu halten. Seht ihr, das gefällt mir jetzt beispielsweise um Welten besser als die, wo ich die dicke Version jetzt auch nicht unbedingt schlecht fand. So, die ganzen Striche, die könnte ich eigentlich auch erst mit dem Multiliner oder in dem Fall, ich benutze jetzt später Tusche, könnte ich dann später in dem Fall mit Tusche einbringen, aber wisst ihr was? Ich zeichne sie jetzt einfach mal in die Skizze dazu, dass das Bild für euch jetzt nämlich, es ist immer recht schwer, praktisch den künstlerischen Aspekt und auch gleichzeitig den unterhaltenden Aspekt eines Videos mit einzubringen, weil wenn es ja nur ums private Zeichnen hier gehen würde, dann würde ich ja erstens nicht mit meiner Kamera reden und andererseits würde ich, was ich gerade gemerkt habe, ich habe den Strich hier gar nicht durchgezogen. Ich frage mich, warum ich das gemacht habe. Seht ihr, es ist nicht schlecht, das Original praktisch auch als Vorlage zu haben. Aber natürlich, wenn ihr das Bild selber erfunden habt, dann habe ich jetzt gerade nichts gesagt. Es ist jetzt ein blödes Beispiel, weil für gewöhnlich benutze ich das ja dann auch nicht mit Vorlagen. Generell, ich verstehe auch nicht, was die Leute mit Abpausen haben. Mir ist das so viel mehr Arbeit, als einfach das Bild abzuzeichnen. Ich meine, als ich die Bilder noch abgezeichnet habe, keine Ahnung, ich wäre kirre geworden. Wie sagt man? Mich hätte das kirre gemacht. Da jetzt jedes einzelne Detail nochmal neu zu zeichnen, um Gottes Willen. Ich hasse sowas von wegen neu zeichnen. Um Gottes Willen, das hätte ich nie im Leben ausgehalten. Ich glaube, abpausen ist für mich doch eher eine Qual, anstatt ein Segen. Und ich sehe auch, die Striche hier sind gar nicht richtig ein... Um Gottes Willen, was habe ich mir früher dabei gedacht? Aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Sinn vom Neuzeichnen eines Bildes. Ich glaube, es wäre wirklich schrecklich, wenn ich mich jetzt nicht in zumindest mal einem Aspekt... Und hier habe ich auch nicht durchgezogen. Was ist denn das? In zumindest einem Aspekt habe ich mich da verbessert. Und zwar, dass ich jetzt meinen eigenen Fehler wieder erkenne und das ist wirklich wichtig. Oder vielleicht nehmt es doch einfach mal als Challenge. Nehmt eure alten Zeichnungen, die Vorlage, die ihr dazu benutzt habt. Gut, ich speichere mir halt die Links immer wegen YouTube, weil ich die früher in die Videobeschreibung gepackt habe. Aber macht es euch auch mal zur Challenge, eure eigenen Bilder irgendwie abzupausen. Und dann vielleicht lernt ihr dabei was, keine Ahnung. Ihr wisst, ich bin kein Lehrer oder sowas und das merke ich auch gerade, ist falsch. Komplett falsch, das muss ich gar nicht erst abgepostet haben, um das sehen zu können, dass es mehr in die Richtung geht. Die Schraube und das. Übrigens, wer sich jetzt fragt, wie es im weiteren Verlauf weitergeht mit dem Bild, ich werde es offscreen inken, weil ich gemerkt habe, wir haben jetzt schon bald Mitternacht und uncool. ich möchte natürlich auch niemanden wecken. aber was ich sagen möchte ist, dass wir jetzt bald Mitternacht haben und ich deswegen wahrscheinlich eigentlich jetzt nicht mehr zum Inken komme. Und aus dem Grund werde ich offscreen inken und auch so ein bisschen Gesichts- und Hautkoloration zu machen. Es fragt mich einer nach einem Tutorial dazu, dem schlage ich das Maul ein. aber ich werde dann vermutlich das nächste Artist Opinion, wenn mir jetzt nichts anderes dazwischen kommt, vermutlich das nächste Artist Opinion dann einfach über metallischen Glanz machen, dann werde ich Edwards Arm hier praktisch anmalen. Ja, anmalen, kolorieren, je nachdem, wie extrem ihr das seid mit diesen Formalien. Ich habe das sowieso nie ganz verstanden. Obwohl, eine Sache gab es, die mich wirklich immer genervt hat, wenn die Leute mir unterstellt haben, dass ich Bilder male und ich
Ich hasse es, wenn man mir sagt, dass ich Bilder male, weil malen, allein das Wort malen klingt so nach Kindergarten. Oh, Bilder malen, ja. Oder wenn die Leute praktisch auch Anime und Manga an sich unterschätzen und sowas sagen. Ich habe einmal eine Nachricht bekommen, die mich so aufgeregt hat. Da hat mich jemand gefragt, ob ich auch was anderes kann als süße Anime und Manga malen. Ich glaube, ich war so kurz davor, diesen Typen zu fragen, wo er wohnt, damit ich ihm sein blödes Maul einschlagen kann, weil es mich einfach so genervt hat, wie man das praktisch unterschätzen kann. Ich meine, die, wo meinen Kanal jetzt schon länger verfolgen, so 2 Jahre, die wissen, ich habe früher auch Realismus gezeichnet. Ich übe es halt nur in meiner Freizeit, nicht auf dem Kanal, weil ich muss halt das zeichnen, was den Leuten gefällt, aber meine Freizeit kann ich mir immer noch selber einteilen. Und auch gerade, wenn mich vor allem seltsamerweise Mädchen, keine Ahnung, ein bisschen mehr als die Hälfte von meinen Zuschauern sind alles Jungs, aber zum Geburtstag wollen immer nur Mädchen was Gezeichnetes, fragt mich nicht warum. Oder Dragon Ball Z-Fans, können männlich und weiblich sein, weil, keine Ahnung, irgendwie mögen Dragon Ball Z-Fans Gezeichnetes, fragt mich nicht warum. Auch Dragon Ball Z-Fans, keine Ahnung, sind auch diejenigen, die unter meinen Videos am meisten kommentieren. Keine Ahnung, aus welchem Grund, was das jetzt zu bedeuten hat. Trotzdem danke an alle DBZ-Fans. Ich habe auch meinen Bruder jetzt letztens überreden können, Dragon Ball Z anzufangen. Ich habe keine Ahnung warum, wahrscheinlich wegen Xenoverse, aber wer das nicht weiß, Xenoverse ist das neue Spiel, was rausgekommen ist, DBZ. Und hier habe ich auch, die Striche vergessen, um Gottes Willen. War so unsorgfältig früher. Böser Marcel. Okay, sorry. Das war jetzt leicht unnötig. Aber ja, was ich sagen wollte, ist, ich schaue auch in letzter Zeit sehr viele Dragon Ball Z-Folgen nebenbei. Keine Ahnung, warum früher hätte ich das nicht machen können, weil mich das einfach abgelenkt hätte. Aber ich meine, ich kenne die ganzen Folgen ja. Und wer sich übrigens fragt, ich schaue die ganzen Sachen in Englisch. Obwohl ich in Deutsch Dragon Ball natürlich auch mag. Aber ich möchte jetzt auch nicht wirklich viel über Dragon Ball reden, weil anfangs von dem Jahr habe ich ja versprochen, dass ich im Artist Opinion jetzt nicht unbedingt einen bestimmten Manga oder Anime anspreche, weil wenn ich jetzt Dragon Ball ansprechen würde, obwohl Dragon Ball natürlich cool und genial ist und ich Akira Toriyama wirklich verehre. Ich gucke jetzt gerade, der Mantel müsste vielleicht noch etwas dicker sein. Das habe ich früher falsch gemacht. Weil die Schulter geht nicht über den Mantel und dann, ja. Was ich sagen wollte, ja, ich liebe Dragon Ball und ich schaue es gerne zwischendurch, besonders auch, weil ich halt die englische Synchro ungemein liebe. Dieser englische Goku schreit wie am Spieß und das liebe ich einfach. Ich finde sogar englisches Dragon Ball ist noch besser als japanisches, obwohl die japanische Synchro sich natürlich Mühe gibt wie eh und je, aber ja, Audioqualität ist auch nicht so genial mit den japanischen alten Folgen. Generell alte Anime schaue ich mir gerne an. Irgendwie lese ich vielleicht sogar noch ein Stück weiter, ein Stück lieber als alte Manga. Keine Ahnung, ich wollte demnächst auch anfangen, Kenshin Roroni zu lesen. Einfach nur, weil ich so viel über den Typen lese und anscheinend, weil er auch wirklich gut ist. Kenshin Roroni, keine Ahnung, also es gibt viele Leute, die meinten, das ist der beste Manga bzw. Anime aller Zeiten und ich meine, es gibt viele Leute, die sowas halt als Kind gesehen haben und deswegen das noch im Kopf haben. Oh Mann, kannst du dich noch an diesen Anime von früher erinnern? Das war der beste Anime aller Zeiten. Was natürlich weder Dragon Ball noch Kenshin Roroni jemals ist oder sein wird. Seien wir mal ehrlich, es gibt so viele besser animiertere Manga und Anime, warum sollte Dragon Ball deswegen besser sein? Ich meine, über den Manga kann man sich streiten, es ist hundertprozentig nicht der bestgezeichnetste Manga und es ist auch nicht der bestgeschriebenste, obwohl, da könnte man sich drüber streiten, ob Dragon Ball gut geschrieben ist oder nicht. Ich finde ja persönlich, ist es in Hinsicht eines Mangas genial geschrieben, aber vielleicht mache ich mal wieder ein Dragon Ball Z-Video, wo ich dann, also ein Let's Draw, wo ich dann auch drüber reden, nämlich, ja. Wie gesagt, Artist Opinion möchte ich da jetzt kein bestimmtes Thema über Anime und Manga ansprechen. Ich merke gerade wieder, das ist kein Fussel, das habe ich aus welchem Grund auch immer da drauf gezeichnet. Den Strich. So, und ich meine doch, ja, wir sind schon über eine halbe Stunde drüber.
Das heißt, diejenigen, die von euch noch wach sind, keine Ahnung, was tut ihr nur mit eurem Leben? Die Frage stelle ich mir jetzt gerade übrigens auch, weil ich um halb zwölf nachts Bilder abzeichne. Keine Ahnung, es ist nicht so, als hätte ich das die letzten 2 Jahre nicht gemacht, aber ja, keine Ahnung. Es fühlt sich irgendwie trotzdem seltsam an, Bilder abzuzeichnen mal wieder, generell abzeichnen. Es ist schon sehr lange her, ich glaube, das letzte Bild, was ich abgezeichnet habe, also bewusst abgezeichnet und 1:1 abgezeichnet, das war Chihiro und dieser Drache, wie hieß er noch gleich? Hiro? Hieß er? Oh Gott, das Bild, diese Muskeln sind auch nicht richtig eingezeichnet im Original, sehe ich gerade. Ich gucke jetzt gerade, wie die eingezeichnet sind. So. Darüber. Und so. Ist da dieser kleine Hügel drin? Wollte ich natürlich nicht. Ja, das war dieses Ghibli Let's Draw. Das war das letzte Bild, was ich abgezeichnet habe. Und da hat man auch gesehen, dass ich wirklich stark übertrieben habe mit eigenem Stil, dass ich weniger abgezeichnet und mehr interpretiert habe. Künstlerische Interpretation, dass ich mehr davon gehabt habe und dass ich auch die Koloration eigentlich neu erfunden habe in dem Bild. Man merkt halt schon, wenn man selbst zeichnet. Ich frage mich nur, wie Comicwelt das auf die Reihe kriegt, so einen genialen eigenen Manga zu zeichnen und Bilder trotzdem immer noch in einem anderen Stil abzuzeichnen, weil ich möchte ehrlich gesagt auch gar nicht in einem eigenen Stil in einem anderen Stil zeichnen mittlerweile. Auch das hier würde mich jetzt eher nerven. Keine Ahnung, es nervt immer, sich in diesen anderen Stil hinein zu versetzen und umzustellen. Ich meine, für den Anfang ist es noch ganz lustig, aber mich stört es mittlerweile einfach nur. Ich sehe gerade, ich habe hier auch wieder die Linien falsch gesetzt. So geil ist schon in dem Bild. So, Sekunde. Also die Lines müssten hier eigentlich stimmen. Ich gucke jetzt gerade trotzdem, weil das Bild ist ja digital gezeichnet, was ich eigentlich schade finde. Der Typ, der das gezeichnet hat, hätte sich vielleicht auch... So, gucke ich gerade. Hier stehen noch ein paar Sachen drüber. Oh, das sieht sogar viel besser aus als davor. Ja, immer das Original nehmen, wenn ihr schon abzeichnet. So, hier. Da. Dort noch die paar Lines. Ja, aber so als ein paar abschließende Worte, weil ich ja demnächst jetzt eigentlich auch ins Bett wollte. Wisst ihr eigentlich, was der Nachteil ist, wenn man so lange aufnimmt wie ich? Ja, ich kann es euch sagen. Der Nachteil ist, dass man den Akku von der Kamera nicht so ganz im Blick hatte. Ich hatte vorhin noch um einiges mehr Akku, als ich eigentlich im Kopf hatte. Keine Ahnung, mir ist der Akku zwischendrin durchgegangen. Ich habe es nicht gemerkt und ausgegangen und ich habe es nicht gemerkt. Ich bin das Cape nochmal nachgegangen. Aber ja. Ich schätze, ich werde den Rest dann einfach offscreen machen. Soweit, danke, dass ihr zugeschaut habt. Im nächsten Artist Opinion werdet ihr das Bild fast fertig sehen. Da werde ich, wie gesagt, den Arm behandeln. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht werde ich auch nicht dran denken. Je nachdem, trotzdem. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr, keine Ahnung, wenn ihr Vorschläge habt für ein Artist Opinion, keine Ahnung, zum Beispiel eine Thematisierung, beispielsweise jetzt Highlights und Glanzpunkte, dieses ganze Zeug, keine Ahnung, werde ich sie mir gerne anschauen. Soweit, mein Name ist Marcel und man sieht sich. Bis gleich, zu Enslate. Ciao. Und damit ein weiteres Mal ganz herzlich willkommen zu Enslate. Bei diesem Video hier zumindest. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich kann wirklich gar nicht sagen, dass ihr awesome seid. Ich kann nicht oft genug sagen, dass ihr awesome seid, dass ihr noch dran seid, jetzt, wenn ihr das gerade hört, dass ihr noch dran seid, dass ihr... keine Ahnung, daumiert und kommentiert und dieses ganze Zeug. Ich bin wirklich froh darum, dass ich mich auf sowas verlassen kann. Generell, ich war mir anfangs nicht ganz sicher, ob ich darüber ein Thema machen sollte. Also ein thematisiertes Video über das Abpausen und über ob das jetzt verwerflich ist oder nicht. Und oh nein, Marcel paust ab, aber ihr habt ja selber gesehen, es war meine eigene Zeichnung in dem Sinn. Das machen viele Profis auch so. Abzeichnen ihre eigenen Bilder oder abpausen ihre eigenen Bilder. Je nachdem. Ich bin halt ein sehr fauler Sack, wie schon gesagt. Aus dem Grund, ich war halt so faul. Und so, ja, keine Ahnung. Deswegen ist es gerechtfertigt, weil ich faul bin. Ja.
hinterfragt das nicht. Meine Logik ist absolut, definitiv. Was ihr habt, sind zwei Videos, Playlisten, um genau zu sein. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr da gerne draufklicken, weil ihr da ganz, ganz tolle Videos bekommt. Awesome, coole Videos. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe letztens ein Materialvideo hochgeladen, wo alles dabei war, im Sinne von welches Material ich benutze zum Zeichnen oder welches Papier ich benutze und welche Monitore ich habe und welches Schnittprogramm ich habe, und schaut da gerade rein. Also auf meinem Kanal. Ich habe es jetzt nicht in die Endslate mit eingebaut, weil ich die Endslate eigentlich immer recht gleich halten wollte. Aber ihr seid herzlich dazu eingeladen, euch das anzuschauen. Soweit. Die Endslate ist jetzt etwas kürzer. Ich habe jetzt auch irgendwie Kopfweh bekommen. Ich krieg das irgendwie nicht so hin, bei Glühlampenlicht zu zeichnen. Ich mag natürliches Licht irgendwie mehr und bin es auch mehr gewohnt. Deswegen, ich bin auch etwas müde. aber beim nächsten Artist Opinion wird es wahrscheinlich besser laufen, weil da sind ja schon Ferien. Mhm. Oder vielleicht sind schon Ferien, wenn ihr das Ganze seht. Wenn, dann habt noch wirklich erholsame Ferien. Und soweit. Danke fürs Zuschauen. Mein Name ist Marcel. Man sieht sich zum nächsten Video. Ciao.